So, good morning, ladies and gentlemen. Great talks yesterday, great discussions. Since I'm asking questions, I'm going to go on. Who had at least one discussion with someone he didn't know yet, or she didn't know yet? So did I. Very good, very good. Job done, because that's something we should all aim for as well, to kind of, you know, go out of our usual boundaries and try to get to know new people. In that regard, it's always fun to know who's sitting at exactly the same seat as yesterday. There you go. Maybe sometimes we have to change things around as well. Look on the left, look on the right. Maybe for tomorrow, let's try and sit next to someone we didn't know before. We will be hearing about a company first and then about an organization, and they're very closely linked to each other. The company we're going to hear about is SICK. And it's one of the world leaders in sensor technology. And if you've ever been at an airport, which you have, I know, then you have maybe not seen, but you have been in touch with their products. If you've ever been in museums like the Louvre, if you had a look at the Mona Lisa, you can be sure that SICK is behind that as well, because a sensor is protecting that beautiful lady and that beautiful painting. The sensors of SICK are everywhere, and so is the message of that company. We've heard yesterday from Lavazza, for example, that it's in our family DNA to do something regarding sustainability. We've always done something to protect the planet, or try to do as much as we can. It is in the family DNA as well to bring values to the company, and that's exactly what this company is doing as well. It's a family tradition to have those values, and Dorothea Sigtis, who's with us tonight, this morning, she's almost living that on a day-to-day basis. She wants to bring in values. She is very, very initiative, and she's very engaged in other matters as well. And the company made a conscious decision to bring those values forward and to try to do as much as they can when it comes to sustainability. It's a great company. They usually rank also as one of the best employers in Germany. So education is one other thing that is very dear to their heart, and we're going to hear about that company a little bit more. And then you already see here on the screen, there's that organization, Protect the Planet, that Mrs. Sick is very much involved in as well. She's one of the founders of that organization, and that's going to be the second part of this first speech, that they talk a bit more about the organization itself. And we have Markus Gore here, the director of Protect the Planet. So I suggest we start with Mrs. Sick and then go on to Mr. Gore and hear more about their ventures and their adventures. Thank you very much. The stage is yours. Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Christopher Wassermann, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung hier nach Zermatt in diesem ganz, ganz besonderen, zu diesem ganz, ganz besonderen Nachhaltigkeitsgipfel und in diese wundervolle Naturkulisse. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Be part of the change. Sei Teil der Veränderung, steht es groß auf dem Plakat des Summit. Eine Veränderung, die radikal und durchgreifend sein muss und der ich mich in den nächsten Minuten widme. Einer der ersten Impulsgeber dafür war der bekannte Unternehmer Ludwig Bölkow, ein Freund meines verstorbenen Vaters. Schon 1982 stellte er Berechnungen vor, wonach sich die mittlere Temperatur der Erde durch das emittierte Kohlendioxid im Jahr 2020 um 1,3 Grad und im Jahr 2050 um 3,7 Grad erhöhen würde. 1982. Das klingt auf erschreckende Weise vertraut und macht zwei Dinge überdeutlich. Es ist seit fast 40 Jahren bekannt, wie unsere Lebensweise den Planeten erhitzt, verändert und zerstört. Und es ist zwingend notwendig, umzusteuern, weil die Konsequenzen immer gravierender werden. Auch mein Vater, Dr. Erwin Sick,
der Gründer der SIG AG mit heute über 9000 Mitarbeitern, gehörte als Unternehmer in den 80er Jahren zu den Vorreitern beim Thema Umweltschutz. Es war seine feste Überzeugung, dass Technik nur dann sinnvoll sein kann, wenn sie auch für den Menschen, die Natur und unsere Erde gut ist. Wörtlich sagte er damals: Wir müssen endlich etwas tun, damit die Menschheit überlebt. Eindringlich mahnte er, dass man weg müsse von Kohle und Öl hin zu erneuerbaren Energien. Wie recht er hatte. Mein Vater war es auch, der mein Interesse für den Schutz der Umwelt weckte. Uns beide verband eine tiefe Liebe zur Natur dieses wundervollen Planeten. Mit der Geburt meiner beiden Töchter Laura und Janina in den Jahren 98 und 2002 stellte ich mir intensiver denn je die Frage, in welche Zukunft wir eigentlich unsere Kinder einmal schicken würden. In eine Welt, die 3 oder 4 Grad heißer ist? Nein, danke. Wir haben schon bei gut 1 Grad Erwärmung so verheerende Klimafolgen. Und Professor Rademacher spricht im Fall eines ökologischen Kollapses von 1 Milliarde Toten. Das bedeutet völliges Chaos auf unserer Welt. Hier geht es um nichts weniger als um unser Überleben und die Bewahrung unseres Planeten, dem einzigen, auf dem wir leben können und den wir lieben. Deshalb beschloss ich, mich mit aller Kraft für die wichtigste globale und soziale Herausforderung des 21. Jahrhunderts einzusetzen, die meine Herzensangelegenheit geworden ist, sowohl bei der SIG AG wie auch privat. Dabei zeigt der Erfolg unseres Unternehmens, dass wirtschaftliche und ökologische Entwicklung nicht im Widerspruch stehen, sondern Hand in Hand gehen. Die SIG AG hat bereits zahlreiche Projekte in den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz, Elektromobilität und Nachhaltigkeit umgesetzt, wie zum Beispiel die Versorgung aller deutschen SIG-Standorte mit regenerativem Strom 100%, die Anschaffung von Elektroautos und Elektrofahrrädern für den Fuhrpark, die CO2-Kompensation mit Atmosphäre, große Bürogebäude in Holzbauweise und Passivhausstandard oder Pflanzaktionen für Mitarbeiterkinder mit Plant for the Planet. Wir sind mit dem Baden-Württembergischen Umweltpreis ausgezeichnet und wurden zum 17. Mal in Folge als Great Place to Work. Zugleich wuchs der Umsatz der SIG AG in den letzten 5 Jahren um durchschnittlich jeweils 10%. Um bei meinem privaten Engagement noch effizienter und schlagkräftiger zu werden, gründete ich vor 4 Jahren die gemeinnützige Umwelt-NGO Protect the Planet. Hauptziel der Organisation ist die Vernetzung, Stärkung und Unterstützung politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich relevanter Gruppen im Kampf gegen die Klimakrise. Wir bringen Menschen und Ideen für zukunftsweisende Projekte zusammen. So wie im Fall des People's Climate Case, einer europäischen Klage vom Klimawandel betroffener Familien. Möglich wurde dies durch ein von uns initiiertes und bezahltes Bündnis aus Juristen, Umweltorganisationen und Wissenschaftlern. Es gibt den Menschen eine Stimme und ein Gesicht und erhöht den Druck auf die europäischen Regierungen, endlich mehr zu unternehmen. Solche Maßnahmen sind ein Gebot der Zeit, denn viele Politikerinnen und Politiker wollen offensichtlich den Ernst der Situation noch immer nicht verstehen. Ich weiß nicht, wie es ihnen erging, aber auf mich wirkte es zynisch, als der letzte G7-Gipfel als Erfolg gefeiert wurde, ohne das Thema Klima überhaupt zu behandeln. Dazu sei man nicht gekommen, es gab ja so viele andere wichtige Dinge. Das heißt doch, die Welt konnten wir zwar nicht retten, aber alle anderen wichtigen Dinge haben wir besprochen.
Wo soll es hinführen, wenn Deutschland in den letzten 5 Jahren schon fast die Hälfte des CO2-Budgets verbraucht hat, das uns eigentlich bis 2050 reichen soll? Wo wollen wir leben, wenn die ETH Zürich für das Jahr 2050 einen Anstieg der Temperaturen in Europas Städten um bis zu 4 Grad im Sommer prognostiziert? Und wie kann es sein, dass im vergangenen Jahr die 33 größten internationalen Banken 1,9 Billionen Dollar in Rohstoffkonzerne und andere fossile Projekte investiert haben? Für uns alle und besonders uns Unternehmer kann das doch nur bedeuten, dass wir den Druck von allen Seiten auf die Politik gewaltig erhöhen müssen, weil wir mutige, unkonventionelle und auch unbequeme Entscheidungen brauchen, um die menschliche Existenz überhaupt noch retten zu können. Es wird auch kein Common Good geben, wenn wir die Klimakrise nicht lösen. Aus diesem Grund arbeiten wir seit 2 Jahren auch an einer weiteren Art von Bündnis mit unserem Zukunftsgesprächen. Einer Plattform für ausgewählte, einflussreiche Persönlichkeiten aus den Bereichen Wirtschaft, Medien, Wissenschaft und Kultur, die wir in einem exklusiven Rahmen zum Austausch einladen. Aus den Veranstaltungen entstehen weitere Begegnungen und runde Tische für neue Ideen und Projekte. Lassen Sie mich zum Schluss noch über unsere große Hoffnung sprechen: die weltweite Jugend von Fridays for Future, die so viel bewegt hat und jetzt absolut unsere Unterstützung braucht. Sie nehmen ernst, was die Wissenschaft seit über 30 Jahren klar sagt, und sie sorgen sich um etwas, das sie betrifft, nämlich ihre Zukunft. Zu Recht verlassen sie daher ihre Klassenzimmer, um für die Rettung des Planeten zu streiken und zu sagen, es reicht. Und zu Recht und völlig zu Recht fordern sie: erstens, beim Ausstoß von Treibhausgasen die Netto-Null bis 2035. 100% erneuerbare Energien bis 2035. Und das Ende der Subventionen für fossile Energien und eine CO2-Steuer auf alle Treibgasemissionen bis Ende 2019, das ist dieses Jahr. Forderungen, die unter anderem durch Flugverbote für Kurzstrecken weltweit, eine Kerosinsteuer und sauberen Schiffsverkehr beschleunigt werden können. Auch die Abschaffung der Massentierhaltung mit all seinen Konsequenzen ist ein ganz wichtiger Faktor. Das heißt, viel weniger oder gar kein Fleisch mehr zu essen. Schließlich haben selbst die Brände in einem Amazonas viel mit unserem Fleischesserei zu tun. Das mag unbequem sein, ist für mich aber unumgänglich. Wir haben heute alle Freiheiten der Welt. Wir werden aber die Freiheit unserer Kinder massivst einschränken, wenn wir jetzt nicht bereit sind, für die Transformation einen Beitrag zu leisten. Denn es berührt mich zutiefst, wenn die 18-jährige Clara Meyer von Fridays for Future in einem offenen Brief schreibt: Ich weiß nicht, was für sie das Leben schön macht. Vielleicht ist es ihr Garten oder es sind Ausflüge in die Natur oder ihre Familie. Für mich ist das nicht selbstverständlich. Ich muss annehmen, solche ungetrübten Ausflüge ins Grüne im Alter nicht mehr zu erleben. Und es ist nicht einmal meine größte Sorge. Dürren, Überschwemmungen, Waldbrände. Meine Generation hat Angst. Deshalb handeln wir jetzt. Bitte lassen Sie uns damit nicht allein. Man kann diese großartige Bewegung nur unterstützen und die Schüler bestärken, so wie 26.000 Wissenschaftler weltweit es bereits getan haben oder die Entrepreneurs for Future mit bald 3.000 Unternehmen. Deshalb meine Bitte: Gehen Sie mit auf die Straßen am 20. September und geben Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit dazu. Wir von SIG machen das.
Und in über 90 Ländern wurden mehr als 1000 Streiks angekündigt für den 20. September. Lassen Sie uns gemeinsam dieser mutmachenden Bewegung von hier ein Zeichen unserer Solidarität schicken. Zermatt for Future. Lassen Sie uns eine gemeinsame Erklärung an die Regierungen unserer Länder schicken, die notwendigen Entscheidungen schneller zu treffen und rigoros umzusetzen. Das Tempo des Klimawandels wird keine Rücksicht nehmen auf die Langsamkeit politischer Entscheidungen. So hoffe ich, dass wir uns alle am 20. September auf der Straße sehen und dabei sind, wenn wir diesen Herbst ein wichtiges Kapitel der Menschheitsgeschichte schreiben. Vielleicht das Wichtigste. Und ich wünsche mir, dass wir in 20 Jahren alle unseren Enkeln eine Geschichte erzählen können von der Schönheit unseres blauen Planeten, der einmal in größter Gefahr war und gerade dabei ist, sich wieder zu erholen. Eine Geschichte, bei der am Ende doch noch die guten Kräfte gesiegt haben. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mhm.